Hallo, liebe Freunde, zur nächsten Runde von Schlag den John Staffel 5. Ja, heute ist die fünfte Challenge dran. Aber vorher gibt es natürlich wieder das Feedback. Wir sprechen zuerst mit der Besiegten, Cassie. Ja, der Besiegten. Böse. Ja, ist ja nun mal so, gewinnen kann leider immer nur einer. Ja, was ist dein Eindruck? Wie hast du dich geschlagen? Wie gesagt, die meiste Zeit habe ich eigentlich fast nur noch geraten, weil mir die Jahreszahlen ganz schwer immer in Erinnerung kamen. Es gibt ja immer so gewisse Spiele, wo man sagt, das hätte ich gern, wo man dann auch ungefähr weiß, wann die rausgekommen sind. Aber die anderen ignoriert man so getrost und deswegen habe ich so die Jahreszahlen gar nicht im Kopf gehabt. Ich war erstaunt, dass ich doch relativ viel richtig hatte im Vergleich dazu, dass ich nichts wusste. Aber ja, war ganz interessant, aber schon recht fies. Ja, wir haben uns da ja auch Mühe gegeben. Aber du hast dich da ja auch sehr gut geschlagen, muss man ja sagen. Okay, Oh, John. wie sie leidet. Die Arme. John, hast du ein paar tröstende Worte für Cassie? Ich kann mich Du ja hast mich anschließen. gehauen. Nein! Hallo! Dieser Frauenschläge. Ja, ich habe ja auch so gelitten. Also, es war echt sehr anspruchsvoll. Vor allem, ey, was war das eine mit den Release-Datums? Oh Wo ja. das nur so 6, 7 Tage Unterschied hatte. Genau. Hallo? Wo soll man das wissen? Aber mal nicht rum, ja? Ja, das war halt, da muss man halt raten. Ja, und letztendlich, das war ja wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen und ein Pünktchen hat's nochmal für mich entschieden und somit bleibt's ja immerhin schön im Wechsel und spannend. Ja, warum nicht? Schön. Kannst du mit leben, sagst du. Ja. Das siehst du. So, dann wollen wir mal schauen, ob die Community jetzt wieder punktemäßig aufholen kann. Und zu diesem Zweck haben wir einmal den Carsten als Gegner ausgesucht. Kommt, kommt. Warum überhaupt nicht vorher zu sehen? Und ihr werdet ein schönes Spiel spielen namens Kartenduell. Kartenduell. Ja. Ja, von den Würfeln zum Karten. Richtig. Zeit für ein Duell. Ja, das ist schon gar nicht so falsch. Was? Oh mein Gott. Also, zuerst einmal, für dieses Spiel braucht ihr ein bisschen Fantasie. Ihr Okay. bekommt ein imaginäres Spielkartenset von 11 Karten mit den Zahlen 1 bis 11. Pro Runde müsst ihr eine dieser Karten ausspielen und damit versuchen, einen höheren Zahlenwert zu haben als der Gegner. Ah ja, das ist ja schön. Aus diesem Grund schreibt ihr einmal mir und einmal Kali dann jeweils die Karte, die ihr ausgesucht habt. Und die werden dann verglichen und der Gewinner bekommt eben einen Punkt. Oder. Nun ist es denn. Ja? Ich wollte nur anmerken, das klingt so, das klingt eigentlich so einfach, aber das ist eine strategische Hochglanzscheiße, die man. Sorry für den Ausdruck, aber Du mit deiner ja, ich weiß, heute ist schlimm. Aber ich weiß, wie das. Ich weiß jetzt. Ich weiß, wie das in der Praxis ablaufen wird. Das wird richtig heftig gleich, ja. Ja. Ist gut, dass du das erkannt hast. Carsten, mach uns stolz. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Diesmal ist es Taktik, kein Glück, ne? Okay. Ja, dann sind die Regeln soweit erklärt. Ich So. denke, habt ihr da noch Fragen? Nein. Soweit alles klar. Okay, dann können wir ja im Grunde loslegen. Ja, wir ziehen uns erstmal zurück dafür, ne? Genau, bis gleich. Jo. Bis gleich. Viel Glück. Ciao. So, dann können wir jetzt eigentlich auch loslegen. Allerdings habe ich jetzt gerade noch gesehen, ich habe, glaube ich, die Regeln noch nicht komplett erklärt. Und zwar folgendes: Wenn ihr eine Karte ausspielt, dann verfällt diese Karte natürlich. Ihr spielt eine Karte dadurch aus, indem ihr einem von uns Juroren eben mitteilt, welche Karte ihr ausspielen möchtet. Diese werden wir dann nennen und dann wird geguckt, wer gewonnen hat. Und derjenige hat dann diese Runde für sich entschieden. Gespielt werden insgesamt 11 Runden. Also, bis ihr keine Karten mehr habt. Alles klar.
Mhm. Okay. Dann kann es im Grunde losgehen. Mhm. Gut. Ja, dann wollen wir mal, ne? Wer darf anfangen? Im Grunde ist das zeitgleich. Ihr schreibt das ja beide. Ach so, ja, stimmt. Ja. Genau. Ja. Okay, genau. Also ich schreibe Kali und... alles klar, gut, dann wollen wir mal. Das ist halt so ein richtig taktisches Game. Siehst du, und schon geht's los. John zieht wieder die Legge. Ja, schon gut, schon gut. Okay, ja. Jo, dann wollen wir mal. Ne, mit dem da so. Hau raus, so. Okay, wir haben. Okay, wir auch. Carsten hat ausgespielt, die 4. John auch. Scheiße, der Deck geht auch so wie ich. Das okay, super. Also, das ist ein ja was wert. Geht schon was los. Keiner Punkte, ne? Genau. Keiner Punkte. 4 ist weg. Gut. Okay. Nächste Runde. So. Ja. Mhm. John hat auch. Okay. Carsten hat gespielt. Die 7. Gut, John hat eine 1 gespielt. Gut, dann geht dieser Punkt an Carsten. Jo. Okay. Mhm. Dann wollen wir mal die... Mhm. Okay. Gut. Was hat John gespielt? John hat eine 3 gespielt. Carsten die 8. Gut, dann kriegt auch wieder Carsten einen Punkt. Mhm. Steht schon mal 2-0. Mhm. Weiter im Text. Schwere Entscheidung. Ja, das ist, das ist echt heftig. Das muss ich erstmal gucken. Also von John habe ich. Okay, ich habe auch. Carsten spielt die 1. John spielt die 8. Okay. Punkt für John. Der Erste. Okay. Na dann weiter, Jungs. Okay. Du kannst richtig die Schweißperlen hören. Ja, ja das ist... Drauf, drauf, ja, das ist John hat? Carsten auch. Gut, John hat eine 2 gespielt. Carsten die 5. Mhm. Also 3-1. Die 5 war es, ne? Genau, da ist er weg. Gut. Ja, John überlegt noch. John. Bitte? Ja, wir haben's. Okay. Carsten hat die 2 gespielt. Und John hat sich für die 10 entschieden. Gut. Punkt für John. Punkt für John, genau. Mhm. Na dann. Mhm. Okay, wir haben. Okay. Carsten hat die 10 gespielt. Und John die 6. Für Carsten. Ewiges Hin und Her hier, ey. Ja, ja, sieht doch nicht das so schön aus. Spannend. Naja. Mhm, okay, John hat sich wieder entschieden. Okay, Carsten auch. John hat die 7 ausgespielt. Carsten die 9. Mhm, okay. Na ja, ich glaube, das war's schon. Könnte fast sein, ja. Ich mal gucken. Das sieht schlecht aus für mich. Machen wir mal weiter. Mhm.
Okay. Mhm. Gut. Carsten hat die 3 gespielt. Und John die 5. Ein Punkt für John. Das haben wir jetzt 5-3. So wie ihr gespielt habt, 5-3, bloß umgekehrt. Schön. Tatsache, ja. Nicht schlecht. Okay. Okay, wir haben. Wir haben auch. Gut, Carsten spielt die 11. Und auch. Oh nein! Ja, aber trotzdem, jetzt kann ich es nicht mehr einholen. Genau, aber es ist... Ja, ist nur noch übrig. Genau, ja, damit ist es eigentlich schon entschieden. Ja. Ja. Weil John hat jetzt noch eine 9 übrig und Carsten die 6, damit geht der dann noch an John. Trotz allem verliert John mit 5-4. Wahnsinn. Oh. Aber knappe Kiste, knappe Kiste. Das ist wirklich knapp, weil da muss man echt gut überlegen, wie man die am besten ausspielt, ey, boah. Ihr glaubt mir nicht, wie gerade am Zittern Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich muss John loben, er hat sich nicht so viel Zeit gelassen bei Überlegen. Ja. Das ist wahrscheinlich auch das, warum du verloren hast. Ja, dann kann man ja. Man kann ja nicht in den Kopf des anderen gucken. Was soll ich da groß überlegen? Ja. Cool, okay. Dann gehen wir nochmal in die kurze, große Runde. Jawohl. Mhm. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ja, und da sind wir nun auch schon wieder, um das Ergebnis zu verkünden. Ganz so lange hat es ja nicht gedauert. Richtig, es war ein sehr schnelles Spiel, aber es war trotzdem ein sehr actiongeladenes Spiel. Vor allem spannend. Aha. Siegreich aus dem Kartenduell ist Carsten hervorgegangen. Sehr gut, Carsten. Wieder um einen Punkt. Was, um einen Punkt? Um einen Punkt. Um einen Punkt, geil. Weil sie 2 Runden unentschieden gespielt haben. Die hätte John gebraucht, um zu gewinnen. Sehr gut. Leider hatten wir in dem Moment den gleichen Gedanken. Ja. Ja, spannend. Damit hat die Community 5 weitere Punkte bekommen. Oh. Immer noch im Wechsel, ich finde das so geil. Das ist so traumhaft, oder? Wieder. Traumhaft spannend. Krass. Lass mich lügen, es ist 9-6 für die Community, ne? Mhm, ich glaube, ja. 9-6. Sehr nicht schlecht. Schönes Ergebnis. Jetzt bin ich wieder dran. Schaffst du. Ich hab's auch geschafft, also. Ja, John, das sehen wir dann nochmal. Ne? Jawohl. Und zwar in wenigen Tagen. In diesem Sinne. Genau. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.